Leute, es gibt einen neuen Wochenrückblick, der ziemlich viel, ziemlich voll ist diesmal. Deswegen fangen wir direkt an. Ich gebe auf jeden Fall gleich die beiden CDs zurück. Zum einen das Album von Blink-182, das einfach Blink-182 heißt, und das Album von Lady Gaga, und zwar Art Pop. Ich habe mir beide angehört, mehrmals auch schon. Ich muss sagen, die einzelnen Lieder sind nicht so gut wie die bekannten Lieder, wie die Singles, die sie rausgebracht haben, die auch da drauf sind. Aber manche sind halt ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Man kann es sich auf jeden Fall anhören. So umgehauen hat mich irgendwie so keins von diesen Liedern, also von denen, die mir bis jetzt unbekannt waren, leider. Aber kann sich ja noch ändern. Manchmal ist es ja so, dass bei mir zumindest ist, dass man am Anfang ein Lied nicht mag, und je öfter man es hört, desto mehr mag man es dann. Kann passieren. Dann zum anderen zu der Serie. Ich habe Shameless endlich zu Ende geguckt, also die letzte Folge der vierten Staffel. Die Staffel war jetzt nicht so meine liebste Staffel. Ich fand die vorherigen Staffeln irgendwie besser. Es liegt vielleicht daran, dass die Charaktere, die ich für vernünftig gehalten habe, einigermaßen vernünftig, in dieser Staffel ziemlich durchgedreht sind und gezeigt haben, dass sie doch nicht so vernünftig sind, wie ich sie gehalten habe. Sagt man das so, egal. Hat mir auf jeden Fall nicht so ganz gefallen, die Charakterentwicklung. Aber mal gucken, was in der fünften Staffel so von sich geht. Ich kann die Serie immer noch empfehlen, ist immer noch top. Dann zu den Büchern. Zum einen habe ich natürlich zu Ende gelesen, ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Habe ich euch ja schon letzte Woche von erzählt, war ich ja auch schon fast am Ende. Es hat letztendlich 5 Sterne von mir bekommen. Es war berührend, es war eine wunderschöne Geschichte. Es hat zum Nachdenken angeregt. Ich kann es einfach nur empfehlen, allen empfehlen. Das Ende ist zwar vielleicht nicht so das, was man sich unbedingt wünscht, aber es ist irgendwie realistisch und irgendwie passend und regt halt zum Nachdenken an. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. 5 Sterne, wie gesagt. Ja. Danach dachte ich mir, ja, ich muss nach diesen ganzen Liebesgeschichten, auch teilweise traurigen, jetzt ein bisschen was Fantasy-mäßiges eher lesen. Und ich hatte auf dieses Buch ein bisschen Lust. Und dann habe ich es mir gleich gegriffen, weil ich wusste, dass es sonst noch ewig auf meinem Sub liegen wird, weil ich sonst irgendwie keine Lust darauf gehabt hatte. Und zwar Angel Eyes, Zwischen Himmel und Hölle von Lisa Desrochers oder so. Das habe ich ja damals, wenn ihr euch an mein allererstes Video erinnert, von Jessie im Tauschpaket bekommen, zusammen mit dem Pretty Little Liars ersten Band, den ich ja auch schon gelesen habe. Auf jeden Fall habe ich das jetzt endlich gelesen. Es war ja so eine Dreiecksbeziehung, deswegen hat mich das so ein bisschen abgeschreckt, weil ich das in letzter Zeit irgendwie nicht so toll finde. Es geht mir auf den Geist. Aber okay. Ich muss sagen, der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen. Es hat mir auch am Anfang, also es wird aus zwei Sichtweisen erzählt. Einmal aus Frannys Sicht, die halt die weibliche Protagonistin ist. Ja. Und einmal aus Lukes Sicht, der halt neu auf ihrer Schule ist und an dem ein bisschen was anders ist als an normalen Jungs. Aber ich werde jetzt nicht sagen, was genau. Vielleicht wäre es schon gespoilert, obwohl es, glaube ich, hier hinten drauf steht. Aber ich sag's nicht. Und zum anderen gibt es noch Gabe, der auch Frannys Leben so ein bisschen aufmischt, und sie wird dann so ein bisschen schwankt dann hin und her zwischen den beiden Jungs. Wie gesagt, eine Dreiecksbeziehung. Das war auch das, was mir nicht so gut gefallen hat. Also anhand des Schreibstils und so hätte es schon seine Punkte gekriegt, seine Sterne, wenn diese Dreiecksbeziehung mich nicht so aufgeregt hätte. Sie ist zwar noch erträglich, sie ist jetzt nicht allzu schlimm. Und ja, Franny entscheidet sich auch und so für eine Seite. Es ist also nicht offen geblieben, aber trotzdem. Es hätte mir irgendwie besser gefallen, wenn das nicht so gewesen wäre. Und es war jetzt auch nicht so allzu mäßig spannend. Deswegen habe ich dem, ich weiß gar nicht, 3,5 bis 4 Sterne ungefähr gegeben. Man kann es also lesen. Es hat mich jetzt nur nicht so umgehauen. Aber der Schreibstil ist wirklich sehr gut. Danach habe ich mich an meine Bibliotheksbücher gesetzt, die ja diese Woche zurück müssen, wenn ihr mein Neuzugänge-Video und mein letztes aus der Bibliothek gesehen habt. Zum einen natürlich Steelheart von Brandon Sanderson. Und ich war ja da bei den beiden Büchern auch so
ein bisschen zwiegespalten, weil ich nicht wusste, ob das wirklich was für mich ist und ob es mir gefallen wird. Aber ich muss sagen, Steelheart hat mir richtig gut gefallen. Ich habe dem Buch letztendlich 4 Sterne gegeben. Ich fand, es war so eine lange Einführung in die Geschichte sozusagen. Ich hatte am Anfang so, ich habe es angefangen und meinte so, ja, ich lese jetzt so ein bisschen rein, wenn es mir nicht gefällt, höre ich damit auf. Und ich habe gelesen und gelesen und ich hatte diesen Gedanken das ganze Buch über, bis ich am Ende angekommen bin und dachte mir, ich bin ja schon am Ende, ich wollte ja eigentlich nur reinlesen. Es war gut, die Geschichte ist auch gut und ich habe mich richtig reingefühlt, aber irgendwie hat es mich nicht so hundertprozentig mitgenommen, sodass ich dieses Gefühl verloren habe, dass es eine riesige, lange Einleitung eigentlich nur ist für die Geschichte. Ich glaube, das meiste, das Inhaltlichste kommt jetzt im zweiten Band, weil das ja wieder ein erster Band einer Trilogie oder sowas ist. Ja, da kam mir irgendwie wie eine lange Einleitung vor, aber das Ende war richtig gut, es war actionreich, es war spannend, es war interessant, es war sehr einfallsreich. Der Protagonist ist auch sehr intelligent, aber er hat auch so seine Macken. Er kann zum Beispiel Metaphern nicht benutzen, beziehungsweise er denkt sich selber welche aus, die dann nicht funktionieren. Und das ist immer wieder lustig, was für Metaphern er sich ausdenkt. Zum Beispiel, ich bin wie ein Ziegelstein aus Haferbrei oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das ging, aber da musste ich auch so lachen, weil man nicht direkt weiß, was er mit dieser Metapher eigentlich aussagen will. Er muss das ja dann erstmal erklären. Und das ist ja nicht der Sinn einer Metapher. Aber auf jeden Fall sehr interessant, sehr intelligent geschrieben, gute Charaktere, 4 Sterne hat es auf jeden Fall verdient, kann ich empfehlen. So. Danach habe ich mich dann an das andere Buch gemacht, das auch zurück muss, und zwar Stigmata. Nichts bleibt verborgen von Beatrice Gurian. Und ich muss sagen, das hat meine Befürchtungen irgendwie bestätigt. Es war nicht so richtig was für mich. Es war interessant, es hatte auch eine gute Idee, aber es war irgendwie für mich nicht spannend geschrieben. Es hat so angefangen, so plätschernd, und so ist es auch weitergegangen bis zum Schluss. Der Schluss war dann so ein bisschen spannender. Aber irgendwie hat es mich nicht so richtig gepackt. Ich habe auch dann angefangen, es quer zu lesen. Es hat auch viel mehr so Beschreibungen gehabt und viel we zu wenig für meinen Geschmack an Dialogen und so. Ja, leider nicht so was für mich, aber alle, die irgendwas mit Religion und Stigmatas, die wissen, was ein Stigmata ist, für die ist das vielleicht was. Ich weiß nicht, für mich, ich fand es jetzt nicht so spannend. Aber es war jetzt auch nicht schlecht, deswegen 3 Sterne, also Durchschnitt halt. Danach habe ich auf dem Flohmarkt ein Buch gefunden, für das ich nur 1 € ausgegeben habe und ich wollte es unbedingt schnell lesen. Und ich hoffe noch heute in den Film reinzukommen. Der läuft auf jeden Fall heute und ich gehe auf jeden Fall rein, wenn ich es zeitlich hinbekomme. Aber ich denke, das müsste ich schaffen. Und zwar rede ich von Wenn ich bleibe von Gail Forman. Es kommt auch in einem Neuzugänge-Video, also in dem nächsten Neuzugänge-Video. Wahrscheinlich, außer das nächste wird einer aus der Bib, dann natürlich nicht. Aber in dem Neuzugänge-Video, das halt gekaufte Bücher zeigt. Ja, wenn ich bleibe, ist hier die Weltbildausgabe, hat 268 Seiten und ist halt so ein halb Hardcover, halb irgendwas Ausgabe. Ich habe 1 € dafür gezahlt und ich war sehr, sehr scharf darauf. Ich fand den Trailer zum Film richtig berührend. Das jedes Mal bringt es mich fast zum Heulen. Es ist auf jeden Fall so ein Trailer. Wisst ihr, was ich meine? Und ich wollte den Film unbedingt sehen, aber ich wollte auch das Buch zuerst lesen. Und ich war so froh, als ich das auf dem Flohmarkt gesehen habe. Da habe ich es direkt mitgenommen und dachte, ich muss das auch jetzt direkt lesen, damit ich noch in den Film reinkomme. Und ich hoffe, der Film wird mir super gefallen. Das Buch war in Ordnung, aber ich finde irgendwie, es ist dem Hype nicht so gerecht geworden. Vielleicht habe ich zu viel erwartet, ich weiß es nicht. Ich habe ihm jetzt 3,5 Sterne gegeben. Es war emotional und es war auch gut durchdacht, aber es hatte jetzt Entschuldigung, keine Spannungskurve. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es fängt ja meistens so unten an und wird dann immer spannender, bis dann der Höhepunkt sozusagen kommt. Und das gab es hier einfach nicht. Okay, das Ende war ein Höhepunkt, wo sie sich halt entscheiden musste, ob sie halt stirbt oder weiterleben möchte. Aber der Rest ist so ein bisschen dahingeplätschert. Es gab halt diese Rückblenden aus ihrer Vergangenheit und ansonsten irgendwie keinen richtigen Spannungsaufbau. Das war vielleicht das, was mir so ein bisschen gefehlt hat.
Meine Mutter schreit im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört das nicht. So, kommen wir zum letzten Buch, das ich gestern angefangen habe. Aber ich bin auch schon zu einem Drittel durch. Es hat auch nicht so viele Seiten. Es hat nur 100, 190 oder so Seiten. 192, irgendwie so. Ich hatte es ja auch auf dem Flohmarkt gekauft. Das ging mir ja nicht aus dem Kopf. Ich habe es ja einmal gesehen und dachte mir, oh, das will ich haben. Obwohl das ja nicht auf meiner Wunschliste stand oder so. Ich rede nämlich von Ich will dich, ich krieg dich von Hedda H. Robertson. Ist eine norwegische Schriftstellerin, glaube ich. Und ich habe mir so ein bisschen so eine süße Liebesgeschichte erhofft. Ist es nicht wirklich. Es geht um Alba und Alba ist so ein bisschen. Hier steht, sie ist verliebt in einen ihrer Kunden, weil sie ist eine Buchhändlerin. Aber sie ist nicht verliebt, sie ist regelrecht besessen. Mir kommt es eher so fast wie ein Thriller vor. Sie stalkt ihn fast und hat so seltsame Fantasien, auch sehr erotische, die für mich nicht sonderlich erotisch sind, weil sie irgendwie auch seltsam sind. Sie hat so komische Vorlieben, die ich nicht so wirklich verstehen kann. Es ist ein seltsames Buch. Es hat auch einen seltsamen Schreibstil. Es steht auch nicht so viel drauf. Es ist sehr viel hier so freigelassen und so. Und ein Kapitel besteht meistens auch nicht so vielen Wörtern. Deswegen, ich werde es jetzt, glaube ich, einfach durchlesen, weil ich schon ein Drittel durch habe und es hat keine 200 Seiten und es lässt sich schnell lesen. Aber ich werde jetzt schon voraussehen, dass es mir nicht gefallen wird. Es gefällt mir bis jetzt auch nicht. Dieses Mädchen ist einfach seltsam. Sie steigert sich so da rein. Ich glaube, sie hat vielleicht einen an der Klatsche oder so. Mal sehen, wie es zu Ende geht. Vielleicht wird es ja doch noch zu einer Liebesgeschichte. Aber bis jetzt ist sie halt einfach nur ein bisschen fanatisch verknallt und ja, seltsam. Aber ihr werdet dann im nächsten Wochenrückblick erfahren, was ich so dazu sage. So, für die vielen Bücher sind 12 Minuten eigentlich ganz gut. Deswegen sage ich jetzt einfach, aber warte, eine Frage, eine Frage. Ja, so, was habt ihr schon über Stigmata gehört? Habt ihr das schon gelesen? Und interessiert euch so religiöser Kram in Thriller-Form? So wie es mich ja eigentlich bei Dan Brown so auch interessiert hat, aber das hier hat mich jetzt leider nicht so gecatcht. Habt ihr vielleicht schon Bücher von Beatrix oder Beatrice Gurian gelesen? Sie hat ja schon ein paar Arena-Thriller, glaube ich, geschrieben. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, es würde mich interessieren. So, jetzt sage ich bye Leute, hoffentlich bis zum nächsten Video.